Wieder einmal sind die Kopten zum Opfer eines Terroranschlags geworden, der fast 50 Menschenleben gefordert hat. Kopten werden systematisch instrumentalisiert von beiden Seiten, sowohl von der ägyptischen Regierung als auch von dem sie bekämpfenden Islamischen Staat. Der Islamische Staat macht sie zum Sündenbock für dieses Terrorregime des ägyptischen Staates, der massiv Menschenrechte verletzt, fast 70.000 Menschen verhaftet hat in den letzten 3 Jahren. Und die ägyptische Regierung missbraucht die Kopten. Wenn sie sagen, sie schützen die Kopten, dann wird das ihr Image im Westen, in der Europäischen Union, in den USA verbessern und Türen öffnen für dieses Regime, das so wenig Menschenrechte achtet. Jetzt den Ausnahmezustand zu verhängen, ist die vollkommen falsche Methode, weil es wird die Kopten nur noch mehr zu Opfern machen. Kopten werden zu Sündenböcken erklärt, weil sie letztlich dafür verantwortlich gemacht werden, dass noch mehr Menschen verhaftet werden, es noch mehr Todesurteile geben wird. Und das ist genau das, was der Islamische Staat ja erreichen will, diese Christen eben auszugrenzen aus der ägyptischen Gesellschaft, sie sozusagen zu Parias zu machen und zu erklären, ihr seid doch nur die Steigbügelhalter eines repressiven Regimes, dieser Regierung des Marschalls al-Sisi. Und das ist eine fatale Entwicklung für die Kopten, weil was wir jetzt bräuchten, wäre eben ein positives Zeichen, dass Ägypten erklärt, die Kopten gehören zu Ägypten, die christliche Kultur und Identität ist Teil dieses Staates. Wir sind nicht nur ein arabisch-muslimischer Staat, sondern auch ein christlicher Staat. Und dazu müsste Ägypten jetzt eben die Diskriminierung beenden, die es stetig weiter forttreibt gegenüber den Kopten, aber dazu ist al-Sisi nicht bereit.